Wahrscheinlich hat sie die Gedächtnisdaten irgendwo vorübergehend gelagert und komprimiert. Ein Ort, zu dem sie Zugang hat und wo so etwas möglich ist. Was, wenn irgendwas schiefläuft? Willst du ihr Vermächtnis in den Dreck ziehen und für Tote sorgen? Genauso wäre es auch diesmal, wenn etwas falsch läuft. Hä? Der Professor? Oh, Okabe? Was treiben die da? Stimmt etwas nicht? Hä? Ach, stimmt, ganz vergessen. Der Professor ist gerade in Japan. Und anscheinend ist der Okabe über den Weg gelaufen. Bist du etwa eifersüchtig? So ein Quatsch! Wow, du hast ganz rote Augen. Weil ich müde bin! Aber Okabe war wirklich etwas sonderbar, findest du nicht auch? Inwiefern? Bei unserer ersten Begegnung fiel mir das schon auf. Ich meine, seine allererste Frage war, ob man eine Zeitmaschine bauen könne. Ist es möglich, eine Zeitmaschine zu bauen? Alles okay? Hey, du besitzt doch die Erinnerungen von Coris vom Frühling letzten Jahres, bevor sie nach Japan ging. Sie sind irgendwo gespeichert. Liege ich damit richtig? Ja, das stimmt. Aber warum bist du plötzlich daran interessiert? Nun ja, rein hypothetisch. Wenn wir eine Möglichkeit fänden, eine Zeitmaschine zu bauen, dann... Eine Zeitmaschine? Ja, und wenn wir alle notwendigen Materialien hätten, was würdest du tun? Komm schon, was soll die Frage? Das liegt doch völlig auf der Hand. Allerdings kommt das Material von jemandem, für den die Zeitmaschine eine Erfindung des Teufels ist, die auf keinen Fall realisiert werden darf. Niemals. Schwer zu sagen. Ich wäre mir wohl unsicher. Was passiert mit der Zukunft, wenn ich mich in die Vergangenheit einmische? Was passiert mit uns in der Gegenwart? All das ist völlig ungewiss. Stimmt. Trotzdem, ehrlich gesagt, würde ich sie anfertigen. Ob ich sie benutzen würde, ist eine andere Frage.